Das bin ich und meine Krabbenarmee. Und ich bekomme ganz, 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 ganz viele Krabben hier raus. Wow, diese Folge wird verrückt. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und abonnieren nicht vergessen. Ja, wir spielen eine Krabbe im Meer, okay? Ich habe tatsächlich noch nie eine Krabbe im Meer gespielt. Aber das hier ist tatsächlich eine neue Erfahrung. Ich habe nämlich bisher immer nur Fische gespielt. Und das hier, huh, ist jetzt unser erster Gegner. Da ist nämlich ein richtiger kleiner Fisch. Oh nein, ich habe ihn nicht bekommen. Und er schwimmt da jetzt einfach hoch und ist jetzt einfach weg. Oh Mann. Hey, aber da ist eine Garnele. Oh, es gibt so viele interessante Sachen mit dieser Krabbe, die wir hier gerade übrigens spielen, zu entdecken. Wie zum Beispiel diesen Seeigel. Guck mal. So sieht übrigens unsere Krabbe aus. Das ist Krabby die Krabbe. Und die werden wir heute tatsächlich upgraden, spielen, größer machen. Und vielleicht machen wir sie wirklich maximal riesig. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir diesen kleinen, aber feinen Seeigel essen können. Und es funktioniert. Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Experience-Punkte bekommen. Wir können zum Beispiel auch nochmal hier diesen kleinen Seeigel essen. Oh, sehr, sehr lecker. Und es funktioniert gut. Oh, da haben wir gerade einfach einen Fisch gegessen. Habt ihr es gesehen? Da war einfach gerade so ein kleiner Fisch, den wir aufgegessen haben. Oh mein Gott, das funktioniert. Okay, dann gibt es hier noch so kleine Korallen und da ist nochmal so eine kleine Garnele. Da schleichen wir uns an und beißen zu. Wir beißen zu. Oha, was geht denn hier ab? Das sind einfach so Korallen oder irgendwelche ganz besonderen SPS-Korallen oder sowas in die Richtung. Davon gibt es ganz viele verschiedene Versionen. Deswegen kenne ich mich damit noch gar nicht so. Oha, oha. Also den kleinen Fisch, der uns da gerade eben reingeschwommen. Oha, da kommen einfach voll viele Fische gerade zu uns her. Habt ihr das gesehen? Guck mal, so laufen wir geradeaus. Ganz schön langsam. Wenn wir es aber seitlich hinlegen, ja, hinstellen, dann können wir viel, viel schneller laufen. Dann funktioniert das Ganze hier schon sehr, sehr rucki-zucki. Und dementsprechend muss ich sagen, das macht schon Laune, so ein bisschen hier herumzustolzieren und ein bisschen hier zu chillen. So. Oh, guck mal. Das hier könnte doch eigentlich ein perfekter Ort sein, um vielleicht ein paar... Oh, wer hat uns denn da entdeckt? Oh, da hat uns einfach ein Hai entdeckt. Oh, oh mein Gott. Krabbe gegen Hai, Krabbe gegen Hai, Krabbe gegen Hai. Komm schon, ich esse dich auf, Mann. Du hast keine Chance gegen mich, das ist einfach ein Hammerhai. Ha, du kleiner Hammerhai. Das hast du nicht erwartet, dass ich doch ein bisschen stärker... Oh, noch ein Hammerhai. Oh, ein Hai kommt selten alleine. Oh, die beißen auf jeden Fall zu. Aber ich kenne da natürlich nichts. Ich greife zurück an. Ich muss diesen Hai jetzt einfach mal ganz kurz filetieren. Ich mache Sushi kurz aus dem. Ho! Und da ist nochmal ein größerer Hai. Der Hammerhai ist abgehauen. Komm doch her! Zack! Und dann... Oh! Oh, mit dem Schaden hast du aber nicht gerechnet. So, jetzt haben wir den tatsächlich kurz aufgegessen. So. Oh, jetzt sind wir aber eine große Krabbe geworden, ne? So, das... Oh, oh ja. Oh ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Größe bekommen. Wir sind jetzt Level 3. Wir sind gar nicht mehr so eine kleine Krabbe. Und jetzt, wenn wir Level 3 sind, können wir uns auch erstmal so ein kleines Ei legen, okay? Oh, endlich, da ist es. Das gute, alte, kleine, süße Eichen. Mit diesem Ei müssen wir halt eben nur noch warten, bis da irgendwie eine Krabbe draus schlüpft. Hey, du da! Hey, du... Nein, der Fisch hat unser Ei gegessen. Habt ihr das gesehen? Der hat einfach unser Ei angegriffen und gegessen. Diese kleinen Fische, die greifen einfach unser Ei an. Wir müssen das irgendwie verteidigen, Leute. Okay, wir brauchen einen besseren Platz. Da drinnen vielleicht, okay? Hier drinnen setzen wir mal ein Ei, okay? Jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Okay, nicht schlecht. Da ist jetzt unser Ei, okay? Und das legen wir jetzt einfach da rein, damit unser Ei sicher bleibt, okay? Komm, haut ab. Und jetzt beschützen wir unser Ei, okay? Damit wir gleich eine eigene kleine Krabbenarmee starten können. Das wird eine klasse Sache. Wir brauchen nämlich Krabby Junior, okay? Und Krabby Junior kann tatsächlich nicht auf uns warten. Krabby, Krabby Junior, komm da bitte schnell raus. Wow, gute Neuigkeiten. Da ist er. Krabby Junior ist geboren. Komm mit, mein kleiner Krabby Junior. Oh, und da ist noch einer. Es sind Zwillinge geworden. Okay, nicht schlecht. Wir haben jetzt also zwei Zwillinge. Und davon sind einer Krabby Junior 1 und der andere ist Krabby Junior 2. Und tatsächlich können wir jetzt mit beiden wahrscheinlich spazieren gehen. Wobei der andere Bruder hat sich tatsächlich anders entschieden. Nur Krabby Junior 1 ist jetzt unser Sohn. Hey Krabby Junior 1, wie geht es dir, mein Kleiner? Hm? Wie geht's dir? Ich bin dein Papa. Hm? Okay, als Vater von dir werde ich dir jetzt kurz zeigen, wie man gegen Haie kämpft. Okay, also Krabby Junior, komm mit. Wir müssen jetzt kurz gegen die Haie kämpfen. Los, Krabby, greif an! Oh, er greift an, er greift an! Okay, Kleiner, komm, Krabby, isst es auf. Komm, du musst den aufessen. Oh, Krabby, nein! Okay, warte. Oh mein Gott, Krabby Junior! Krabby Junior wird angegriffen! Oh nein! Krabby, Krabby, Krabby! Er lebt noch. Krabby Junior lebt noch. Okay, komm, iss ihn auf.
Oh, sehr gut. Komm, Papa macht dir das Ganze klein. Komm, Krabby Junior, isst es auf. Ja, Krabby Junior wird ein großer Junge. Guck mal, wie er sich das gibt. Oh, los, Krabby, du schaffst es. Du wirst die größte Krabbe am Block sein, okay? Komm, ich mach dir das hier hinten noch bein. Ich bin dein Vater, okay? Und ich werde als Vater... Oh, Krabby Junior wird richtig groß. Da ist ja... Hey, da ist der verlorene Bruder. Hey, okay, jetzt, wo es was zu essen gibt, bist du dabei, hä? Aber Krabby Junior ist übrigens schon viel größer geworden. Okay, komm, wir gönnen uns auch mal ein bisschen was, ne? Wir dürfen ja hier nicht nur alles den Krabby Junior... Alter, Krabby Junior ist schon größer als wir. Hey, Krabby, hör mal auf, hier der neue Papa zu sein. Ich glaube, Krabby wird bald der neue Papa einfach sein. Wir haben ja eine Familie. Wir haben ja jetzt eine Krabbenfamilie. Alter, Krabby Junior ist richtig groß geworden. Okay, Krabby. Krabby und Krabby Junior, kommt mit. Papa zeigt euch, wie man hier weiterkommt, okay? Ich lege jetzt, glaube ich, mal kurz ein paar Eier rein, okay? Damit wir hier sicher sein können. Oh, okay. Das sind echt eine Menge Eier. Ey, Krabby Junior, hör auf mich. Ey, Krabby Junior greift mich einfach an. Krabby, hör auf damit. Krabby, du sollst deinen Vater nicht angreifen. Aua. Du kleiner Frechdachs, du. Hör auf, deinen Vater anzugreifen. Ich verbiete dir das. Hey, die sind an den Eiern dran. Ey, Krabby Junior 2 hilft mir gerade. Oh mein Gott, warum? Hey, da ist einer, der gerade unser Ei klaut. Du kleiner fieser Sack. Da ist einfach eine Garnele gekommen und hat einfach gerade unseren Sohn geklaut. So, okay, okay. Krabby und Krabby Junior 2 scheinen sich irgendwie gerade zu streiten. Krabby, hör auf, die ganzen Eier zu essen. Das sind deine Brüder. Ich glaube, es wird aber gleich an der Zeit, dass wir wieder neue Tiere bekommen. Seid ihr bereit? Ah, oh mein Gott, die schlüpfen. Wow, oh, es entsteht einfach ein Krabben. Turm nach oben, unsere Kinder schlüpfen. What the fish? Was ist das? Das ist ein riesiger Krabbenturm, der gerade entsteht. Oh, wow. Okay, Leute, das sieht auf gar keinen Fall gut aus. Wir sind in einer riesigen... Das sind alles unsere Kinder. Oh, nein. Wir müssen jetzt ganz schnell hier abhauen, weil ich komme hier nicht weg. Das sind zu viele Kinder. Nein, ihr Krabben, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Euer Papa muss los. Krabby Junior, kannst du mich bitte hier wegholen? Oh, ich glaube, Krabby Junior will mich... Alter, die essen, glaube ich, gerade alle diese Schildkröte, die da irgendwo in der Mitte von diesem Sauhaufen ist. Okay, der Papa ist jetzt ein bisschen größer geworden, okay? So, dann kommt mal mit, ihr Kleinen. So, wir gehen nämlich jetzt auf Erkundungstour. Oh, da hinten. Was passiert denn da hinten? Ich glaube, da... Ey, da greifen gerade so Haie an und die Haie werden gerade von den ganzen Krabben einfach angegriffen. Okay, ich gehe mal hier seitlich entlang. So, damit die mich mal ein bisschen in Ruhe lassen, ne? Da greifen einfach so Delfine gerade an. Also, meine Krabbengefährten, seid ihr bereit? Wir gehen nämlich jetzt los und greifen mal ein paar andere Gegner an. Weil ich bin nämlich hier die Papa-Krabbe. Papa-Krabbe. Seid ihr bereit, gegen einen richtigen Mega-Lowdown zu kämpfen? Wir als Armee, Armee der Krabben? Seid ihr bereit? Da ist er, der Mega-Lowdown, der schwarze Mega-Lowdown greift an. Und er greift uns direkt an und da vorne ist er sogar. Und die anderen Krabben scheinen tatsächlich ebenfalls den Megalodon anzugreifen. Und ihr seht es, wir machen Schaden, wir bekommen aber auch Schaden. Ah, ich werde angegriffen, komplett von dem Megalodon. Mist, lass mich in Ruhe, du blöder Megalodon. Oh, er hat uns ganz böse verletzt. Aber wir geben ihm nochmal einen Schlag zurück. Bam, okay. Und wir müssen als Krabben gegen ihn ankämpfen. Komm, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen weiter wegkommen, weil der uns gar nicht in Ruhe lässt. Er ist jetzt komplett zurückgeschreckt nochmal. Er kommt, er versucht uns gleich nochmal anzugreifen. Krabbenarmee, oh, er versucht auf jeden Fall gegen die Krabbenarmee anzukommen. Ich gebe ihm noch einen Biss, ne? Und dann gebe ich ihm nochmal einen Schlag und nochmal einen Schlag und nochmal. Ich glaube, wir haben ihn schon fast besiegt und ihr merkt, glaube ich, meine Krabbenarmee hat jetzt was zu essen. Schaut euch das an, wie die das alles essen. Oh mein Gott. Die zerlegen diesen ganzen Megalodon. Oh, guck mal, wie die jetzt gleich alle wachsen werden. Oh, meine kleinen Kinder. Ihr werdet gefüttert. So, ich gebe euch jetzt mal das, was ihr braucht. Ich mache euch das ein bisschen kleiner, ihr Süßen, okay? Dann könnt ihr das besser essen, wie die alle gerade essen. Oh, schön. So eine richtige Familienfeier schmeißen wir hier. So, Alter, der eine, der hat einfach so viel gegessen, dass er so groß ist wie wir einfach. Dann wird es Zeit. Hey! Der tut so, als ob er jetzt der echte Papa ist. Dabei bin ich der echte Papa. Es wird Zeit zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen! Oh, ich glaube, wir sind jetzt die größte Krabbe am gesamten Block. Wir sind so groß, dass wir aus dem Wasser rausgucken können. Oh, okay, ich verstehe. Wir sind jetzt übrigens so groß,
dass wir nur noch in der Karte seitlich fliegen können. Und da unten sind alle unsere kleinen Krabbenfreunde. Und da sind wir. Und da ist eine andere große Krabbe. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben das Level gekillt. Okay, wir haben alle gekillt, wir haben den Megalodon gegessen, wir sind die größte Krabbe am Block. Ching, ching, das war die Folge. Ciao.